Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum letzten Grand Prix, zum alles entscheidenden Grand Prix hier aus Abu Dhabi. Lando Norris kann heute Weltmeister werden, genauso wie McLaren. Dasselbe gilt aber auch für Sainz, Hamilton und Mercedes, sowie, glaube ich, Ferrari. Drei Fahrer, drei Teams. Eine Entscheidung heute. Eine einzige Entscheidung. Norris darf höchstens Zehnter werden. Die anderen müssen gewinnen. Es ist Zeit für das letzte Rennen der diesjährigen Plus schnellste Runde fahren natürlich. 2010 haben hier vier Fahrer bei diesem Rennen um den Titel gekämpft, wobei sich letztendlich Sebastian Vettel durchsetzen konnte und zum bis dahin jüngsten Weltmeister gekrönt wurde. Erwartet uns auch heute wieder so eine große letzte Überraschung? Finden wir es heraus beim Grand Prix von Abu Dhabi. Die Fahrer müssen hier auf dem Yas Marina Circuit 16 Kurven meistern auf einer Strecke von rund 5,28 Kilometern. Es gibt einige Möglichkeiten zum Überholen mit langen Geraden und DRS-Zonen an zwei Stellen, nämlich bei Kurve 5 und 7. Das wird also ein enges Rennen, ein sehr schnelles Rennen und die kommenden Runden werden uns eine Menge Drama liefern. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Boah, spannend, da könnte es gar nicht sein. Hamilton auf 3 und es ist perfekt. Steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Verstappen, Lewis Hamilton. Von 5. Mit einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Leclerc plus 5, das heißt, er hätte Pole gehabt. Vettel, Gasly und Esteban Ocon. Tsunoda, Magnussen, Lance Stroll und Oscar Piastri. Michael, Albon, Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas. Joe, Mick Schumacher, Schwarzmann, hier gab es eine Gridstrafe. McLaren ist halt auch ein heftiges Eigentor, ne? Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Mit Danny Ricciardo von 18. Stefan Römer leistet mir zum letzten Mal in diesem Jahr Gesellschaft, um sich mit mir zusammen von einer weiteren Saison der Formel 1 zu verabschieden. Ja, die Winterpause steht wieder vor der Tür und viele der Teams sind in Gedanken schon bei der nächsten Saison. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Es gibt immer noch Meisterschaftsplätze, die noch nicht entschieden sind und einen großen Unterschied machen können, was das Preisgeld angeht. Das heißt, niemand wird hier vorzeitig den Fuß vom Gas nehmen. Können mit Hardtour fahren. Laden wir mal für 15,5 Runden. Wir haben bisher einen Spritverbrauch, ist immer zu gut. Die Einführungsrunde läuft und die Fahrer machen sich und ihre Autos startklar für das bevorstehende Rennen. Gleich geht's los. Wer wird Weltmeister? Euer Tipp. Hamilton von 5 ist natürlich ganz schwer. Die Autos nehmen wieder die Startformation ein und warten auf das Startsignal. Wir hoffen, uns steht ein spannendes Rennen bevor, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Der Ricciardo von hinter uns, der wird da wahrscheinlich nicht in die Punkte reinfahren. Was, Alter! Was macht Schwarzmann denn da? Danke, Björn. Alter, klemmen uns wieder zwei ein. Weißt, Piastri hinten, der andere vorne. Ja, toll, ich kann ihn hier auflösen. Geht nicht.
Hamilton 7. Wir sind 6. Keine Ahnung, wie sie es so schnell davor geschafft haben. Haben wir aber gut gemacht. Alonso ist 8. Der Rest ist alles ein bisschen weiter hinten. Hamilton kämpft jetzt erstmal gegen Alonso. Das ist gut. Aktuell mal 8 Punkte. Ocon nicht mal in Punkt Reichweite. Und am wichtigsten, wir haben mal das Auto durchgebracht. Ohne dass es uns kaputt gemacht wird. Boah. Magnus ist jetzt 8. Also hat sich den Platz von Alonso geschnappt. So, wir jagen jetzt da vorne einfach mal die Spitze des Feldes und schauen uns diesen Titelkampf mal auf den Namen an. Sainz vorne weg. Norris muss ausscheiden, wenn er hier Titel, wenn Sainz Weltmeister werden soll hier. Muss Sainz aber auch gewinnen, das kommt noch dazu. Also das sind schon Aufgaben, wo man sagt, uff. Die kriegst du halt auch nicht einfach mal geschenkt irgendwo. Ja, ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie schnell hier ein Underbody beschädigt wird. Muss aber jetzt auch einfach mal dazu sagen, es ist einfach ein Scherz. Wie leicht man, wenn man ein bisschen neben, wir waren jetzt nicht weit neben der Strecke, wir waren immer noch auf dem Curb und das Auto war sofort kaputt. Also das ist schon irgendwo auch ein Witz, muss ich einfach so sagen. Ein bisschen mit Abstand halten, das ist gut. Hamilton zahlt bestimmt auch was nicht, das ist viel zu langsam. Jetzt kommt aber Magnussen aber auch. Magnussen vorbei an Hamilton. Wie viele Punkte ist das Ding vor uns? Sehen wir nicht. Und Hamilton.
Und Lewis richtig gut ran. Ocon ist vorbei an Vettel. Ja, shit. Das geht auch wieder vorbei an uns. Norris Vierter, wenn ich das richtig gesehen habe. Stand jetzt. Also ich auf jeden Fall sicher bin, dass wir werden nicht hierher zurückkehren. Da bringt mich kein Schwein zum Pfeifen. Hamilton mit der schnellsten Runde. Zehnter, okay. Okay, gap ahead is 3.3 seconds. Da vorne rollt ein Williams aus. Alex Albon.
Albon ist zu Noda drauf gefahren auf jeden Fall. Safety Car. Russell wird als erster, glaube ich, wieder rauskommen. Jawohl. Das heißt, Norris nur fünfter. Das ist natürlich ganz spannend. Noch eine Runde Safety Car. Haben wir die Chance, vielleicht auch gegen Magnussen noch ein paar Punkte oder Hamilton vielleicht. Also Mercedes stand jetzt, wird sich auf jeden Fall die Konstrukteursmeisterschaft schnappen, weil da hat McLaren dank Daniel Ricciardo richtig verkackt. Ferrari wird wahrscheinlich Platz 2 und McLaren fällt im letzten Rennen von 1 auf 3. Für Red Bull reicht es glaube ich nicht mehr, dass sie nochmal vorbeikommen. Safety Car sollte auf jeden Fall noch diese Runde reinkommen. Bin ich der Meinung. Oh, es war sau knapp. Sechs Punkte mehr holen als Renault, wenn er ist, also Alpine.
Und das weg das Vettel. Ach, für was denn 3 Sekunden, Alter? Junge, ich verbremse mich. Also ganz ehrlich, das ist so ein Witz. Ganz ehrlich, boah, Vettel hat es gerade richtig abgeschossen. Der nächste, der uns ins Auto fährt. Das ging alles ein bisschen zu schnell. Ich muss sagen, wir sind hier halt innen. Wir sind wirklich innen an Vettel. Und Vettel gibt halt keinen Meter nach. Keinen. Muss ich, ehrlich gesagt, muss ich auch nicht verstehen. So, das kriegt er hier von uns schon einen leichten Schlag mit. So, und damit wir hier die Kurve nicht verlieren. Ja, rast uns halt Vollspeed hinten drauf. Da kann man halt auch nichts mehr anderes machen. Uff. Schaut da böse aus. Aber da kann man halt auch nicht mehr viel machen, muss ich ehrlich gestehen. So wie uns hinten und wieder Safety kann. Ja, es ist einfach ein Witz, sorry. So, jetzt steht Safety Car so bescheuert, dass die anderen nicht vorbeifahren können. Auch nice. Nee. Also Abu Dhabi, das muss ich ehrlich sagen, ist unfahrbar. Abu Dhabi ist unfahrbar. Das ist... Der Safety Car muss am Ende der 13. Runde reinkommen eigentlich. Aber wie gesagt, den Schaden bekommen wir. Weil wir abgekürzt haben, in Einführungszeichen. Abgekürzt. Absoluter Witz. Wir haben uns verbremst. Sind ein bisschen gerade ausgefahren, aber das war keine große Abkürzung. Man hätte auch einfach sagen können, gib die Position zurück, wir hätten es getan und gut ist. Aber was Vettel halt dann wieder macht in der Kurve, weißt du, lässt innen auf, wir stechen hinein, sind neben ihm und er fährt uns halt einfach wieder ins Auto rein. Das ist halt einfach unnötig, meine Meinung. Okay, eh noch 3 Sekunden, das ist eh schon wurscht.
Bremse, von uns das Bremsschwung haben wir. Also wieder fällt mir wieder ins Auto rein. Gut, Alonso. Ja, hast nicht genug Platz, oder? Fernando. Hast nicht genug Platz, kann das sein, Fernando? Also ab und zu, Junge, sorry, ehrlich. Weiß aber nicht, warum er jetzt wieder keine Strafe kriegt, sondern nur der Rest. Noch mal eine Strafe. Ich finde es gigantisch, dass Leute einfach... Also ich muss sagen, ich habe jetzt am Ende wirklich keine Lust mehr. Ich glaube, ich habe dieses Rennen insgesamt 38 Mal neu gestartet, weil jedes Mal irgendjemand ins Auto reingefahren ist. Und das ist sowas, sowas ärgert mich einfach. Sowas ärgert mich einfach. Lando holt sich den Titel. Glückwunsch. Sainz hat alles getan, was er tun sollte. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Mich nervt halt so unfassbar, dass die KI halt einfach meint, du wärst Luft. Die fährt in dich rein, obwohl du eine Minute lang neben ihnen bist und das kann es einfach nicht sein. Die KI ist so schlecht dieses Jahr, das ist unfassbar.
das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Also, es kommen keine mehr. Mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine klare Angelegenheit sein, aber schauen wir uns dennoch mal die Tabelle an. Ferrari hat sich nun endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist nicht mehr einzuholen. Der Sieg in der Konstrukteursmeisterschaft ist ein weiterer Triumph für das italienische Traditionsteam. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Norris reichen die 146 Punkte. Wir werden siebter am Ende. Das ist okay. Vor allem, wir schlagen Daniel Ricciardo, der das erste Rennen gewonnen hat. Und danach kam eigentlich nichts mehr von ihm. Da reicht es uns nicht um 10 Punkte. Aber ist okay, sechster Platz bin ich zufrieden mit. Schade, dass Haas und Aston Martin noch in Williams vorbeikommen. Aber ja, shit happens. Stopp. Wahnsinn. Ferrari, Mercedes. Ja, McLaren hat es in einem Fahrer verkackt. Es reicht nicht, wenn ein Fahrer Punkte holt. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Aber ich glaube, das ist immer noch das Bild der Bilder. Das ist das Bild, jetzt tut mir leid, einfach, das ist ein Witz. Gut, ich weiß auch nicht, wie es Schwarzmann drehen konnte, dass das passiert. Aber ja. Wir sind eigentlich ganz gut mitgefahren, bis dann eben diese Unterbodenschäden kamen. Da habe ich Sepp nicht verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Und das war dann der brutale Abflug, Alter. Da fliegt er ordentlich Geschwindigkeit weg, da draußen. Und grüne Flagge, weißt du? Göttlich. Schon, das passt schon. Das spricht für dieses Rennen. Also Abu Dhabi können wir abhaken, weil bevor sowas in der Startaufstellung nochmal passiert, ist einfach ein Witz. Tut mir leid, das ist einfach ein Witz. Aber ich freue mich für Lando Norris, dass er Weltmeister geworden ist, hat er sich ordentlich verdient. Hammergeil. So, und bei uns steht jetzt das Wichtigste an. Wer wechselt wohin? Seasonende etc. etc. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V und wir sehen uns das nächste Mal wieder und dann hoffentlich ja, mit mehr Glück bei den Fahrerverhandlungen. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns.